Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Morgen ist es soweit, um 20 Uhr findet endlich das Live-Event statt und jetzt ist auch sehr, sehr safe tatsächlich, dass es stattfinden wird. Ich bin auf jeden Fall schon richtig gehypt. Wie gesagt, ich werde es auch auf Twitch livestreamen, also wenn ihr dort nichts verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Follow da. Wenn ihr generell keine weiteren Videos hier mehr auf dem YouTube-Kanal verpassen wollt, könnt ihr hier auch ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schreibt noch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item-Shop an und dort haben wir passend dazu heute den Cyclo-Skin. Das ist ja im Prinzip so der Skin, der am meisten mit dem Event jetzt eigentlich zu tun haben wird. Und deshalb ist es auch eigentlich komplett safe, dass es jetzt morgen stattfinden wird. Ursprünglich sollte er eben halt schon vor 2 Wochen rauskommen. Eben halt dort auch einen Tag bevor das Live-Event dann eben halt ist. Aber dadurch, dass es verschoben wurde, haben die das dann immer nicht rausgehauen. Allerdings, da die es jetzt rausgehauen haben, wird sie sehr, sehr sicher keine weitere Verschiebung mehr haben. Auf jeden Fall finde ich, sieht der Skin ganz nice aus. Und hier sieht man auch schon die ganzen Elektrizitätsströme, die hier entlang laufen. Und das war, by the way, in den Gamefiles vorher auch nicht so. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen reaktiv mit dem Doomsday-Device ist, aber kommt mir irgendwie tatsächlich ein bisschen so vor. Dann haben wir als nächstes den Einsichtsskin. Hier haben wir 2 verschiedene Varianten. Einmal den Standard-Seal und den schwarzen Seal. Dann haben wir dazu noch den Weitschuss-Skin. Hier einmal auch Standard und Schwarz. Dann haben wir als nächstes noch den Wolfskäppchen-Skin. Hier einmal die Standard-Variante und die Variante ohne Kopfbedeckung. Dann haben wir noch als nächstes die große böse Axt. Dann die Wolfsjäger-Lackierung. Als nächstes haben wir dann noch den Hugo-Skin. Hier haben wir einmal die Standard-Ziel und dann den Ziel mit Brille und sogar ein integriertes Emote. Und zwar Messerkunst. Im Prinzip mit solchen Holomesser nur. Also keine richtigen Messer, die er rumwirft. Dann haben wir als nächstes die rote Verteidigerin. Einmal mit Kopfbedeckung und einmal ohne Kopfbedeckung. Dann haben wir noch den Adler-Emote. War, glaube ich, auch schon ziemlich lange nicht mehr im Shop tatsächlich. Dann haben wir noch die Butterfly-Messer. Passen eben halt zu dem Hugo-Skin hier. Dann haben wir noch den Tanztherapie-Emote. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nice Emote, finde ich. Dann haben wir noch die Punktetafel. Hier wird random eine Zahl zwischen 0 und 9, glaube ich, aufgezeigt. Ich weiß ja, ob es auch noch 10 geben kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, random, wie die Zahlen heraufgezeigt werden. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Deadpool-Skins. Ich denke mal, die werden nur noch heute drin sein. So war es zumindest die letzten Male, dass sie immer von Freitag bis Sonntag drin bleiben. Könnte allerdings auch noch sein, dass sie eventuell noch morgen am Montag drin sind und vielleicht sogar noch am Dienstag, aber das sind dann wirklich, glaube ich, die allerletzten Tage und danach werden die wahrscheinlich sehr, sehr lange nicht mehr im Shop haben. Hier kann man auf jeden Fall einmal alles in 4 verschiedenen Paketen kaufen. Da gibt es einmal das Deadpool Mesher Paket mit dem Ravenpool und dem Kuschelpool Skin, dann als nächstes das Deadpool Ausrüstungspaket mit dem Drachenhorn Gleiter, dem Chimichanga Emote, dann in der Fleischhammer Spitzhacken und dem Flott unterwegs Emote, dann haben wir als nächstes noch das X-Force Outfit-Set mit dem Psylocke-Skin, dem Domino-Skin und dem Cable-Skin dann noch. Dann noch das X-Force-Ausrüstungspaket. Hier haben wir einmal den Psy-Dolch, dann den Psy-Flügler, dann die Risikoklinge und dann die unaufhaltbare Kraft-Spitzhacke. Wie gesagt, man kann alles auch einzeln kaufen, bekommt dann allerdings natürlich keinen Rabatt auf die Pakete. Und soweit war es dann auch schon mit diesem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.